weiß nicht, ob Sie das laute Geräusch gehört haben. Wird einmal kurz anders. Klang wie eine Explosion. Leute schauen sich um hier. Nichts zu erkennen. Nach einer Bombendrohung gegen das Hotel der deutschen Mannschaft heute. Wird einem da schnell mal mulmig. Khedira versucht es zu. Genau, mit vollem Risiko. Vielleicht haben wir es mitbekommen, dass die deutsche Mannschaft heute für gut 2 Stunden das Hotel verlassen musste, weil eine Bombendrohung gegen das Hotel vorlag. Am Ende hat sich das als falscher Alarm herausgestellt. Die Sicherheitsstufe ist enorm hoch hier in Paris. Sind hochrangige Politiker im Stadion. François Hollande, Frank-Walter Steinmeier. Der Platz ist nicht so gut, wie es den Anschein haben könnte. Da sehen wir die beiden im Gespräch. Es gibt ja nun einiges, was hier Thema sein könnte. Nicht zu vergessen die Abhöraffäre. Der Außenminister Fabius ist vom Bundesnachrichtendienst abgehört worden. Da gibt es also Erklärungsbedarf für Steinmeier. Super Einsatz von Rüdiger, der den Ball für Deutschland zurückgewinnt. Und weiß, diesen Torhüter kann man mal so anspielen. Oder auch so. Draxler, unglücklich, Martial, Pogba, noch nicht so viel zu sehen, wird aber auch besonders beäugt von Bastian Schweinsteiger unter anderem. Sie teilen sich Pogba in der Bewachung, machen das bislang sehr gut, von seinem Können konnte er noch nicht viel einbringen. Der nächste laute Knall und viele Menschen, die sich ein bisschen ängstlich umschauen.